Freundeskreis YouTube Sports. Lutz. Ah, der Daniel ist auch hier. Jo, moin. Wir haben mega geile Laune. Keine Ahnung, warum, woher das kommt, aber willkommen zum Spanien, zum Training, vom großen Preis. Preis ist heiß, ne? Preis ist heiß. Hat er sich halb verdaddelt beim Ansagen hier, du? Ja, passiert, ey. Ja. Ey, happy mit Milch und Nuss, dann mache ich nicht mit dem Daniel Schluss. Nein, wir haben eine gute Nachricht gekriegt, der liebe Daniel, und hat dann mir die Nachricht weitergeleitet. Aber das erzähle ich euch jetzt dazu später nicht. Mehr. Nee. Erstmal müssen wir Formel 1 hintereinander kriegen. In dem Punkt hat man doch mal richtig schön Ansporn da drauf, außer nicht. Ja, das auf jeden Fall. Dann wollen wir uns mal hoffen, dass wir uns jetzt in Spanien nicht blamieren. Nein, auf jeden Fall. Ja, so. Drücken wir mal weiter, damit das auch funktioniert. Ja, wäre nicht schlecht. Mann, hab ich schon Bock auf diese scheiß S-Kurve. So, dann gucke ich wie immer mal wieder ins Wetter. Ich als alte Wetterfee hier. Wetterwehe. Ja, auf jeden Fall. So, bewölkt. Track-Temperatur 25 Grad, Luft nur 17 Grad. Okay, ist kalt in Spanien. Dann Qualifying, Sonne. Zumindest die ersten 20 Minuten. Gut, unser Qualifying geht eh nicht so lange. Da ist es Track-Temperatur 30 Grad und Lufttemperatur 20. Oh, alles gut. Und oh, im Rennen gibt es Sonne. Oi, schön. Haben wir jetzt gerade ja auch. Also kein Regen, sehr schön. Tue ich was verändern? Nö, ich fahre jetzt erstmal. Ja. Ja, Jeff. Oh. Nein, ich heiße Marc. Da war es doch wieder. Mir ein vom Reifendruck hier. Du sollst am besten nicht auf der Rennstrecke, sondern in der Boxengasse arbeiten. Schlimm. Oh, fantastico, ey. Ja, mal gucken, wie wieder die Boxenausfahrt ist. Aber die sieht gut aus, die Boxenausfahrt. Da kann man nicht motzen. Jo, die ist gut. Molto bene. Ja, Jo, hier fährt man ja wieder so viel bergauf und bergab. Ja, denk dann an die... Ja, die scheiß S-Kurve kommt ja Gott sei Dank erst zum Schluss ziemlich. Ja, da bin ich gleich so gerade. Ohne Kurven wäre das Leben noch langweilig. Stell dir mal vor, die Frauen hätten nur Ecken, Alter. Da würdest du ständig anecken. Dann würdest du jetzt mal out, au, au. Tut doch weh. Bestimmt. Okay, die Kurve zu eng genommen. Gott sei Dank ist das nur die Einführungsrunde. Jau, da bin ich weg. Keine Ahnung, wer da gerade von mir vorbeigefahren ist. Diese S-Kurve meine ich. Oh. Na Gott sei Dank haben wir gerade mal ein bisschen mit der Bremse gespielt und haben auch nicht viel gemacht. So hat man wenigstens das Kiesbett, um uns ein bisschen wieder nimmt, von Regen zu knallen oder so. Also gut gespielt. Oh! Man merkt, wenn man dann drauf tritt aufs Gas, aus der Kurve raus beschleunigen will, dann macht das Moped aber mal ganz schnell mal den, nein! Den Flying Hirsch. Oder wie soll man das nennen? Ja, ich weiß, Boxenstopp. Oh, hast du dir schon was kaputt gefahren? Ja, hör mal, schlimm, ey. Wenn du dann drauf trittst, ey, und willst dann halt die Kurve machen, wie jeder andere auch, und dann zieht es dich wieder weg, ey. Du musst immer dieses Scheiß-Gegendenken, wie ich das hasse, ey. Wie sagte King Julian immer, mit Gefühl. Mit Gefühl. Ja, die Forschers. Nein, die Kurve schon wieder zu eng genommen. Ah, das ralle ich auch nie. Nee, du willst einfach zu viel. Nee, ich will die Kurve einfach anders nehmen, wie die ist. Das funktioniert nie. Ich hasse diese S-Kurve. Ah. So, und jetzt auf die Start und Ziel.
Mein Gott, ey, das zieht sich in die Boxengasse. Grausam, ey. Boxenstab. Genau, schieb mich erstmal rein. Das dauert jetzt wieder eine halbe Ewigkeit. Genau, schieb dir erstmal was rein. Ein schöner Energieriegel oder sowas. Boah, ich habe letztens mal gesehen, apropos, wo ich auf das Thema komme, was diese ganzen Formel 1 Fahrer, egal, Rennfahrer und Sportler allgemein, was die an Energy, Energieriegeln und sowas fressen. Ey, da tut noch nicht mal eine Kuh knuspern, so nach dem Motto. Was? Ja, so richtig Eiweißriegel und all so ein Scheiß und Hydro-Dingensbummens irgendwie und ach, frag mich nicht, wie die ganze Scheiße alle heißt. Da denkt man, Formel-1-Fahrer, die müssen ja nur Rennen fahren. Ja, am Arsch, die sind trainiert, die Jungs. Jetzt nicht auf Kraft, sondern, also die sind fit, sagen wir es mal so. Na gut, müssen die ja auch sein, bei den Kräften, die da so werden. 7 von 20 Wagen sind draußen. Max Verstappen hat 1,28 gefahren und dann kam der Sainz mit 1,30. Guck einer an. Ja, guck, jetzt sind noch die Schlechten weit vorne, gleich nicht mehr. So, dann werde ich jetzt wohl nochmal rausfahren, weil jetzt die Strecke noch frei ist. Wir sind bereit. Ja, hatte ich eigentlich auch vor, aber... Ich muss jetzt auf jeden Fall Schnauze reparieren, das war auf jeden Fall jetzt wichtig. Na nun, wo ist denn hier das Schild? Ach, hier ist das Schild, oh, Bremsen. Dieses kleine Schild mit 80, das übersieht man mal gerne. Gut, dass ich jetzt nicht warten musste. Ja, da hat er gerade reingefahren, hat man es gesehen. So, neue Reifen, bisschen Benzin und dann geht's nochmal raus. Ah, die meisten sind alle noch in der Boxengasse, das ist gut. Naja, für uns sowieso. Im Qualifying wird's noch wieder lustig. So, mal gucken, ob ich mich nicht gleich wieder drehe. Ich weiß es nicht, diese Strecke liegt mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich drehe mich irgendwie am Ende der Kurve oder an der Kurve. Hm. Boah, diese Strecke ist irgendwie ganz grausam. Aber ich sehe gerade, Tribünen sind anscheinend alle ausverkauft. Also hier vorne vor unserer Boxengasse, die ist schon mal voll. Guck, unsere Favorites sind alle da. Naja, leider nicht. Ferrari. Die haben alle Spanien fahren und so da hängen. Leider nicht von uns. Oh, diese Sau. Ja, Jeff, ist gut. Lass mich wieder raus. Einmal schaffe ich es noch. Oh, jetzt wird's voll auf der Strecke. Zu spät gebremst. Ach, das ist wieder diese scheiß Kurve. Ich habe jetzt voll überschätzt, weil ich dran gedacht habe, Frodo, nicht schon wieder. Ja, der hat wieder einen abgemockert, das müffelt jetzt wieder 10 Tage, ey. So nach verfaulten Eiern, ey. Meine Katze ist echt pervers da drin. Ah, ich habe gestern hier die Alles-Tester gesehen auf Vox. Und da hatten sie sowas, was den Hund, so ein Geschirr, was du dem Hund anlegen kannst. Du hinten ist ein Beutel am Arsch und da fällt ja, die Scheiße, wenn der kackt sofort in Dings. Ja, so, da, hast du einen Beutel, da hast du so ein Loch drin, da kannst du Schwanz durchstecken, damit das Ding auch hängen bleibt. Naja. Das kannst du dann am Geschirr, also an der Leine, am Halsband festmachen und so. So interessant. Bräuchte deine Katze auch, nur mit Duftstein drin. Wenn wir das nicht müffeln. Vielleicht war ich an der Kurve ein bisschen zu langsam, aber das ist mir egal. Ich muss ja wenigstens mal eine Zeit ins Ziel fahren. Ja, wäre nicht schlecht. Oh! Der hat aber auch so ein Drehmoped, ey, das... Das ist Wahnsinn. Oh. Ich hasse diese Kurve vor Start und Ziel. Gibt nichts Schlimmeres. Ach komm rum, dein Ernst? Na, jetzt kommt's drauf an. Na, hör auf, da dich herzustellen. Jedes Mal das gleiche Theater mit dem Moped, ey. Jawohl, 1,27,2. Platz 1, du hast gerade die bisher schnellste Runde dieser Session gefahren. Mhm. Alles klar. Hör auf, dich querzustellen. Schlimm, dieses Auto.
hast das Problem nicht, ne? Was? Mit dem Quer stehen? Nö. Alter, unglaublich. Hör doch auf, Mensch, du dumme Sau! Ach, meine Bestzeit wird sich jetzt gerade in Luft auflösen. Dieses Auto, ey. Das nervt mich gerade, ey. Das. Ach, schon wieder? Dein fucking Ernst? Boxenstopp. Aber 1,25. Der Daniel verbessert sich jedes Mal. Das ist unglaublich. Ich drehe nach mir einen Dreher. Ich kann nicht schneller als 1,27 fahren und er macht dann sowas, ey. Ja, ich musste aber bremsen. Ich wäre noch schneller gewesen, aber ich habe leider Bottas und Massa und so vor mir und Wehrlein. Die fahren sich aber auch scheiß zurecht. Boah, was hat denn jetzt diese scheiß Karre, Alter? Die macht ja nur noch Kacke. Ricardo überholt mich jetzt auch schon, Alter. Boxenstopp. Scheiße da, ey. Blöde Karre, ey. Na komm, Massa, tritt mal ein bisschen aufs Gas. Oh. Ich habe meine Zeit, ich fahre jetzt rein, mir reicht's. Ja, ich fahre jetzt auch rein. Die Karre nervt mich gerade. Wir fahren alle durch mich durch hier mit Highspeed, ey. Ja, die tun kurz vor knapp, tun die erst immer den Dings anschmeißen. Na, das mache ich lieber nicht, weil ich nicht weiß, wann ich dann, ob ich dann auf die Geschwindigkeit komme. Sonst kriege ich eine Verwarnung. Ja. Ja, das mit den Kurven hier ist halt echt tricky. Ich bin echt am Überlegen, ob ich noch meine Strategie, ob ich das, das Setup vom Auto noch ändere, ob ich es lasse. Ne, ich lasse es so. So, wo ist das Schild? Wo ist das Schild? Naja, gut, war jetzt nicht ganz perfekt, aber. Oh, da kam der Camillo. Jo. Na ja. Ja, Leute, macht da mal was. So sieht das aus. Yay! Gut positioniert, würde ich mal sagen. Ja, das können sie. Oh, jetzt ist viel Verkehr auf der Strecke. Gut, dass wir unsere Zeiten schon haben. Du ist Hamilton auf der 6, jawohl. Na, guck. Und der Bottas ist auf 13. Ja, aber die fahren ja erst gerade noch, glaube ich, oder nicht? Oh, nee, doch nicht. Aber ein paar fehlen noch. Egal, ich würde sagen, das war's vom Training erstmal von Spanien. Und wir sehen uns dann im Qualifying wieder. Würde ich sagen, bis dann, zum nächsten Renntag. Ciao mit V, euer Virus, euer Camillo. 27.